Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Känguru-Reihe. Und zwar hatte ich euch im letzten Video ja schon die A-Aufgaben für den dritten und vierten Jahrgang von diesem Jahr vorgestellt. Und in diesem Video findet ihr die B-Aufgaben ebenfalls zu dem dritten und vierten Jahrgang aus dem Jahr 2024. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ansonsten starten wir direkt mit der ersten Aufgabe. Okay, dann starten wir mit der ersten B-Aufgabe. Da haben wir folgende Aufgabe. Der Koch in unserer Schulküche ist ein großer Känguru-Fan. Er hat in diesem Jahr sogar ein Känguru-Poster aufgehängt. Wie viele Fliesen sind hinter dem Poster? Okay, gut. Das heißt, wir haben hier das Känguru-Poster und das hängt ganz gerade. Das ist schön, das hat der Koch gut gemacht. Das hängt ganz gerade vor diesen Fliesen. Das heißt, wir müssen überhaupt nicht mit irgendwelchen halben Fliesen oder so hantieren. Wir können uns einfach angucken, wie viele Fliesen werden hier verdeckt. Und wie machen wir das? Naja, wir können uns ja einfach mal vielleicht angucken, wie viele Fliesen wir hier an der Seite sehen. Und da stellen wir fest, hier in diesen Spalten, die hier verdeckt werden, sind das genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, das können wir uns einfach mal eben kurz notieren. Also wir haben 7 Kästchen in jeder Spalte, die verdeckt werden. Und jetzt können wir uns angucken, okay, wie viele von diesen Spalten haben wir denn überhaupt? Wie kriegen wir das raus? Naja, indem wir uns das hier oben angucken, oder unten natürlich, das ist egal, und angucken, wie viele werden denn hier verdeckt. Das wären 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das können wir uns auch mal kurz aufschreiben, das wären also 5. Das heißt, das wären also 5 Fliesen in jeder von dieser Zeile. Oder andersrum gesagt, wir haben von diesen Spalten mit jeweils 7 Kästchen genau 5. Weil wir quasi hier eine Spalte haben, dann hier, die hier oben anfängt, dann fängt hier eine Spalte an. Das Kästchen zählt natürlich nicht dazu, aber zur Orientierung zeige ich auf das. Aber in Wahrheit ist es natürlich das hier, was hier anfängt. Dann haben wir hier die vierte Spalte und die fünfte Spalte, die anfängt. Das heißt, was müssen wir rechnen? Wir können einfach rechnen 7 mal, also 7 Kästchen, und das genau 5 mal, also 7 mal 5. Und 7 mal 5 ist 35 und das ist Antwort B. Und damit haben wir tatsächlich schon die erste Aufgabe gelöst von dem B-Teil. Okay, dann gucken wir uns B2 direkt an. Bald sind Projekttage. 5 Freunde haben schon angekreuzt, welche Projekte sie gut finden. Sie wurden alle für Projekte eingeteilt, die sie gut finden. Aber jeder wurde für ein anderes Projekt eingeteilt. Für welches Projekt wurde Lena eingeteilt? Okay, dann gucken wir uns das hier mal kurz an. Lena hat ja tatsächlich alle angekreuzt. Das heißt, ihr ist es im Prinzip egal, in welches Projekt sie kommt. Und wir wissen aber, dass jedes der Kinder in ein Projekt kommt, in das das Kind auch wollte. Und jetzt sollen wir rausfinden, ob wir quasi mit den Angaben von den anderen Kindern rausbekommen, wo Lena gelandet ist. Okay, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kind an, was am wenigsten angekreuzt hat, weil wir ja wissen, dass alle eingeteilt wurden, so dass es ihnen gefällt. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel Kim angucken, Kim hat nur ein einziges Projekt angekreuzt, nämlich Projekt 3. Und damit wissen wir, dass Kim auf jeden Fall in Projekt 3 gelandet ist. Das heißt, wir können das hier uns vielleicht einfach mal so markieren und wissen, Projekt 3 ist damit quasi für alle anderen Kinder gesperrt. Und wir können ja mal das vielleicht einfach so durchkreuzen. Denn kein anderes Kind kann in Projekt 3 sein. Und jetzt gucken wir mal weiter. Hier Noelle hatte zwar 2 angekreuzt, allerdings war eines davon Projekt 3. Und jetzt wissen wir, in Projekt 3 ist Noelle auf jeden Fall nicht gelandet. Das heißt, Noelle ist in das andere Projekt gekommen, was er eingekreuzt hat. Das wäre 5. Und damit können wir quasi das hier ankreuzen, beziehungsweise umkreisen. Und damit sind die hier auch für alle anderen gesperrt. Okay, und genauso gehen wir weiter vor. Jetzt schauen wir uns mal an. Mika hat auch nur noch ein Projekt offen, weil Mika 3, 4 und 5
angegeben hat, aber 3 und 5 sind ja jetzt quasi schon besetzt. Damit bleibt nur 4 für Mika, so, und damit ist 4 für alle anderen gesperrt. Und genau so machen wir weiter. Jetzt schauen wir uns an, wo Olga gelandet ist, weil Olga 1 und 4 angekreuzt hat. Wir wissen, dass Mika in 4 ist, das heißt, Olga ist nicht in 4. Damit muss Olga bei Projekt 1 sein. Damit wissen wir aber auch, dass sie ist gesperrt. Und tatsächlich haben wir jetzt alles andere ausgeschlossen und wissen, Lena muss in Projekt 2 gelandet sein. Okay, dann machen wir direkt weiter mit B3. B3 hat einen ganz spannenden Turm hier. Und dabei ist die Aufgabe: Aus dem rechts abgebildeten Turm entfernt Jasmin die zweite Scheibe von unten. Aus dem so entstandenen Turm entfernt sie dann die dritte Scheibe von unten. Aus dem nun entstandenen Turm entfernt sie dann die vierte Scheibe von unten. Wie sieht der Turm jetzt aus? Okay, das ist wieder so ein Fall. Ich würde mir jetzt die Antworten gar nicht genauer angucken. Wir schauen uns das hier jetzt einfach mal genauer an. Und am besten malen wir im Prinzip wieder ein bisschen auf dem Blatt rum, so wie wir das hier bei B2 auch schon gemacht haben. Und führen das einfach mal aus, was in der Aufgabe steht. Also, aus dem rechts abgebildeten Turm entfernt Jasmin die zweite Scheibe von unten. Das wäre dieses Weiße, das heißt, das hier ist jetzt weg. Aus dem so entstandenen Turm entfernt sie dann die dritte Scheibe von unten. Okay, dann zählen wir das einfach mal ab. Das wäre die erste. Das hier ist ja weg, das heißt, das zählen wir nicht mehr mit. Zweite, dritte. Das heißt, als nächstes wird dieses Weiße entfernt. Das ist also auch weg. Und nun aus dem jetzt entstandenen Turm entfernt sie die vierte Scheibe von unten. Okay, wir machen das genauso. Wir zählen einfach durch. 1, 2, 3, 4. Das heißt, das Graue hier oben ist auch weg. Und was haben wir jetzt übrig? Wir haben ein ganz dunkles, wir haben ein mittleres und noch ein ganz dunkles. Und jetzt können wir einfach gucken, wo wir das hier finden. Und das ist bei Antwort A der Fall und damit sind wir damit tatsächlich auch schon wieder fertig. Wie sonst auch gilt, wenn ihr hierzu Fragen habt, jetzt sind wir nämlich mit der Seite auch schon wieder fertig. Wenn ihr bis jetzt schon Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Und ansonsten machen wir jetzt direkt weiter mit den nächsten B-Aufgaben. Okay, dann gucken wir uns die nächste Aufgabe an. Da haben wir: Thilo schreibt auf ein Blatt Papier, so wie im Bild, die Zahlen 1, 2, 3 und 4. Dann dreht er es um und schreibt auf die Rückseite, so wie im Bild, die Zahlen 5, 6, 7 und 8. Nun schneidet er das Blatt in 4 Teile. Für welche Zahlen stehen die Fragezeichen? Okay, so, wie können wir daran gehen? Wir können uns einfach mal überlegen, wenn wir hier die Zahlen haben, 1, 2, 3 und 4, beziehungsweise 1, 2, 3 und 4, so. Und wenn wir das dann umdrehen, dann hätten wir 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir quasi das auseinandergeschnitten und das legt Thilo dann hin und fragt uns, welche Zahlen sehen wir hier. Die Reihenfolge ist dabei egal. Es geht nur um die Ziffern, die hier tatsächlich draufstehen. Okay, dann könnten wir uns ja mal überlegen, wenn hier oben links die 1 steht, dann, wenn wir das umdrehen, würde ja die Rückseite von der 1 nicht links sein, sondern rechts. Das heißt, die 1 und die 8 sind quasi hintereinander, das sind Vorder- und Rückseite. Genauso wie die 2 und die 7. Und hier unten gilt natürlich genau das Gleiche. Also die 4 und die 5 sind jeweils Vorder- und Rückseite voneinander. Und die 3 und die 6 sind Vorder- und Rückseite. So, und wenn wir das wissen, dann können wir uns ja einfach mal angucken. Wir sehen die 5 und die 5 ist hier und die Rückseite von der 5 war die 4. So, und wenn wir wissen, dass wir ja die 5 sehen und die 5 auf der Rückseite bzw. auf der Vorderseite die 4 hat, dann können wir schon mal ausschließen, dass eines von diesen dunkleren Plättchen die 4 ist. Damit können wir tatsächlich schon mal zwei Antworten ausschließen, und zwar B und E.
Und wenn wir uns dann noch angucken, wir sehen hier ja noch die 7. Die 7 ist hier oben. Und die 7 hat auf der anderen Seite die 2 stehen. Das heißt, da wir die 7 sehen, kann die 2 keines der dunklen Plättchen sein. Und damit können wir tatsächlich nochmal zwei Antworten ausschließen, nämlich C und D. Und damit bleibt nur A über, 1 und 3. Und das passt tatsächlich, weil die 1 ja die Rückseite 8 hat. Die 8 sehen wir hier aber nirgends. Und genauso ist die 3 ja die Rückseite von der 6. Die 6 sehen wir hier auch nicht. Insofern passt das tatsächlich genau. Und A ist unsere richtige Antwort. Okay, wunderbar. Dann gucken wir uns B5 an. Und die Aufgabe lautet wie folgt. Ada teilt das abgebildete Quadrat in ein Quadrat mit Seitenlänge 6 cm und kleine Quadrate mit Seitenlänge 2 cm. Wie viele Quadrate erhält Ada? Okay, das wäre jetzt tatsächlich für mich die erste Aufgabe, wo wir vielleicht tatsächlich mal unser Schmierblatt benutzen und uns das einfach mal ganz konkret aufzeichnen. Okay, also das ist B5. Und dann haben wir ein Quadrat mit 10 cm Kantenlänge. Ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber 10 Kästchen Kantenlänge. Das ist für die Aufgabe eigentlich relativ egal und passt ein bisschen besser auf das Spielblatt. Also wir brauchen 10 Kästchen jetzt. Okay, also das hat insgesamt 10 Kästchen. Und dann haben wir ja die Aufgabe, Ada teilt das Ganze zuerst in ein Quadrat mit Seitenlänge 6 cm. Wir nehmen wieder 6 Kästchen. Das heißt, hier zählen wir einfach mal ab. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier schon mal. Und dann nach oben auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat 6 Kästchen Kantenlänge. Und dann haben wir noch lauter kleine Quadrate mit Seitenlänge 2 cm. Wieder 2 Kästchen für uns. Und die zeichne ich jetzt auch einfach einmal ein. Okay, also diese kleinen Kästchen hier haben alle 2 Kästchen Kantenlänge und dann können wir das einfach mal zählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Quadrate insgesamt. Und damit haben wir tatsächlich auch diese Aufgabe schon direkt wieder gelöst. Okay, dann geht es direkt weiter und zwar mit B6. 7 Karten mit den Zahlen von 1 bis 7 werden wie im Bild in die Ringe gelegt. In jedem Ring ist die Summe aller Zahlen 10. Welche Zahl steht auf der Karte mit dem Fragezeichen? Also hier direkt in der Mitte. Okay, so, da schreiben wir uns einfach erstmal auch wieder genau auf, was wir haben. Und zwar wissen wir, dass in jedem dieser Ringe die Summe 10 sein soll. Und wir wissen ja jetzt zum Beispiel in diesem ersten Ring, wir haben ja schon eine 6 stehen. Und bis zur 10 brauchen wir noch 4, das heißt, auf dieser Karte muss auf jeden Fall schon mal die 4 stehen. Genauso machen wir das hier auch. Hier haben wir schon die 3 und in diesem Ring hier muss dann hier eine 7 stehen, damit die Summe 10 ergibt. Wunderbar. Damit können wir jetzt tatsächlich schon 2 ausschließen, aber wir gehen natürlich einfach weiter. Und gucken uns jetzt mal den Rest an. Hier muss man natürlich jetzt so ein bisschen gucken, was so passen könnte. Und da kann man aber einfach mal durchprobieren. Es bleiben ja jetzt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten über. Wir haben noch die 1 übrig, wir haben noch die 2 übrig und wir haben noch die 5 übrig. Und dann können wir das ja einfach erstmal testen. Also wir könnten zum Beispiel hier die 1 reinschreiben. Dann hätten wir hier schon mal 4 plus 1, das sind 5. Das heißt, hier müsste eine 5 stehen. Soweit ginge das. Und dann hätten wir hier aber wegen dieses Kreises 5 plus 7 stehen. Das ist schon mehr als 10. Das heißt, das geht schon mal auf jeden Fall nicht.
Das heißt, hier darf schon mal auf jeden Fall nicht die 1 stehen. Das haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen. Und wir haben quasi tatsächlich auch gleichzeitig schon ausgeschlossen, dass hier die 5 steht, weil das mit der 7 natürlich überhaupt nicht hinkommt. Das heißt, das können wir tatsächlich auch schon mal wegstreichen. Und dann bleibt noch die 2 vielleicht. Also wir können jetzt hier einfach mal die 2 reinschreiben. Ich schreibe die noch nicht hin, weil wir das ja noch nicht wissen. Dann hätten wir hier 4 plus 2, das sind 6. Dann müsste hier die 4 stehen, damit wir als Summe eine 10 haben. Die 4 steht hier aber schon. Das heißt, das geht auch nicht. So, das heißt, hier darf keine 2 stehen. Okay, was bleibt dann noch? Da bleibt dann eigentlich nur, dass hier die 5 steht. Denn die beiden anderen Möglichkeiten haben wir schon ausgeschlossen und die anderen 4 stehen hier ja schon. Das heißt, hier muss die 5 stehen. So, und dann überprüfen wir das mal. Wir haben 4 plus 5 plus irgendwas gleich 10. Naja, dann müsste hier eine 1 stehen. Ich schreibe das mal noch nicht hin, aber die müsste da stehen, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben. Und was hätten wir dann hier? Dann hätten wir hier 1 plus 7. Das wäre 8. Da würden 2 fehlen zur 10 und tatsächlich haben wir die 2 ja noch. Das heißt, tatsächlich ist das Fragezeichen. Okay, dann kommen wir direkt zu B7 und da haben wir die folgende Aufgabe. Der Vorraum der Turnhalle wurde neu gefliest. Als Fliesen gibt es graue Rechtecke und schwarze Quadrate. Die grauen Rechtecke sind 23 cm lang und 11 cm breit. Hier die kurze Seite. Welche Seitenlänge haben die schwarzen Quadrate? Okay, so, wir haben jetzt dieses Muster. Das Muster müssen wir natürlich auch benutzen. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben hier zum Beispiel so ein Rechteck. Und wir wissen, das Rechteck hat die Länge, also die lange Seite hier, das sind 23 cm. Und die kurze sind 11. So, und jetzt kann man sich mal überlegen, das können wir uns vielleicht auch noch kurz aufschreiben tatsächlich. Okay, das ist jetzt B7. Und jetzt haben wir so ein langes Rechteck. Das ist natürlich jetzt nicht genau die richtigen Zahlen. Das ist einfach nur, damit wir uns das genauer vorstellen können. Und dann haben wir hier eine kurze Seite dran von dem genau gleich großen Rechteck. Und dann haben wir hier dran jeweils noch 2 Quadrate. Und die sind auch gleich groß. Das ist jetzt keine perfekte Zeichnung. Genau, und in der Zeichnung würde es dann natürlich jetzt hier noch so weitergehen. Hier ist dann wieder so ein Rechteck dran und hier ist noch so ein Quadrat. Aber das brauchen wir jetzt gerade gar nicht unbedingt alles. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Das hier sind 23 cm, das sind 11 und das hier wollen wir wissen, diese Länge. Und dann können wir uns ja überlegen, 23 und wenn wir davon die 11 abziehen würden, also 23 minus 11 sind 12. Und was bedeutet das hier anschaulich? Das ist einmal die lange Seite minus die kurze Seite. Und was bleibt dann übrig? Naja, zweimal die Kantenlänge von diesem Quadrat. Das bedeutet, wir müssen jetzt 12 geteilt durch 2 rechnen. Das ist 6. Und damit ist 6 tatsächlich die Kantenlänge von so einem Quadrat. Weil wir die lange Seite gerechnet haben, minus die kurze. Das sieht man hier in der Zeichnung natürlich auch noch ein bisschen schöner. Also wir haben die lange Seite minus die kurze. Und dann bleiben genau zweimal die Kantenlänge von dem Quadrat über. Das bedeutet, das, was wir hier raus hatten, die 12, müssen wir durch 2 teilen. Das sind 6 und damit ist das die gesuchte Kantenlänge. Okay, wunderbar. Damit sind wir jetzt tatsächlich schon bei der letzten B-Aufgabe. Und zwar lautet die, Milo schreibt die Zahlen von 1 bis 20 ohne besondere Ordnung in eine Reihe. Vor der Zahl 13 stehen genau 5 Zahlen, die größer als 13 sind. Hinter der Zahl 13 stehen genau 8 Zahlen, die kleiner als 13 sind. An welcher Stelle steht die Zahl 13? Okay, gut. Wie können wir uns dem nähern? Ich würde sagen, dafür brauchen wir auch auf jeden Fall wieder unser Schmierblatt.
Und zwar überlegen wir uns jetzt, also das ist B8. Und jetzt überlegen wir uns, wir haben die Zahl 13 und die steht hier irgendwo drin in dieser Reihe von Zahlen. Die sind alle von 1 bis 20 und die 13 soll irgendwo drin stehen und wir wissen aber nicht genau wo. Jetzt überlegen wir uns einfach erstmal, wie viele Zahlen gibt es denn überhaupt zwischen 1 und 20, die kleiner sind als die 13? Naja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall 12. Also wir haben 12 Zahlen, die kleiner sind. Der Stift möchte nicht mehr, also tauschen wir den mal kurz. Also wir haben 12 Zahlen, die kleiner sind als die 13. Und dann haben wir noch die 7 Zahlen, die größer sind. So, einfach nur, damit wir erstmal wissen, wie viele Zahlen haben wir denn von jeder Art. So, und jetzt wissen wir aber ja, die stehen nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Das geht ja auch so schon nicht, weil wir ja hier diese zusätzlichen Angaben haben. Und zwar wissen wir jetzt, vor der Zahl 13 stehen genau 5 Zahlen, die größer als 13 sind. Also, das hier ist quasi die natürliche geordnete Reihenfolge. Und jetzt gucken wir uns die von Milo an. Und zwar haben wir die 13 hier auch irgendwo drin stehen. Und wir wissen, vor der Zahl stehen 5 Zahlen, die größer sind. Also 5 Zahlen, die größer sind. Welche wissen wir nicht? Das ist uns aber tatsächlich auch eigentlich relativ egal. Und jetzt wissen wir ja, dass es 7 Zahlen insgesamt gibt, die größer sind. Das heißt, hinter der 13 müssen noch 2 Zahlen stehen, die größer sind. So, und dann wissen wir noch, dass hinter der Zahl 13 stehen genau 8 Zahlen, die kleiner als 13 sind. Okay, also wir haben hier 8 Zahlen, die kleiner sind als die 13 in Milos Reihenfolge. Und wir wissen aber, dass es insgesamt 12 gibt. Das heißt, vor der 13 müssen ja 12 minus die 8, also 4 Zahlen stehen, die kleiner sind. So, und damit können wir das ganz einfach abzählen. Wir wissen nämlich jetzt, vor dieser 13 stehen 5 größere Zahlen und 4 kleinere, also insgesamt stehen 9 Zahlen vor der 13 und damit ist die 13 selbst an der 10. Stelle. Und damit haben wir auch diese Aufgabe gelöst. Genau, und das waren schon alle B-Aufgaben von der 3. und 4. Klasse 2024. Hier am Rand findet ihr noch lauter Videos mit noch mehr Känguru-Aufgaben, guckt da gerne rein. Und im nächsten Video gibt es dann die C-Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.